Herzlich willkommen zu diesem Dreifach-Staubsauger-Vergleich. Wir haben ein Gerät von Dyson, ein Gerät von Hoover und ein Gerät von Grundig. Ihr findet zu den jeweiligen Staubsauger noch Einzeltests hier auf dem Kanal. Und in diesem Video vergleichen wir alle drei miteinander. Wer hat die beste Saugleistung? Und wir fangen direkt mal an mit dem Grundig und schauen mal, wie gut er hier auf Teppich und auf Hartboden saugt. Das Ergebnis ist ganz gut. An der Kante ist ein bisschen was übrig geblieben, also Übergang Teppich zu Hartboden. Ein paar einzelne Teilchen sehe ich noch im Teppich drin. Fand ich ganz gut soweit. Was ich auch wirklich positiv finde am Staubsauger, ist das Licht vorne. So sieht man den Dreck ein bisschen besser. Das haben sowohl der Hoover als auch der Grundig. Der Dyson Staubsauger hat das nicht. Und wir machen mal weiter mit dem Hoover und schauen, wie gut er den Dreck hier wegkriegt. Ja, ich habe den Eindruck, dass der Hoover das ein bisschen besser gemacht hat als der Grundig Staubsauger. An der Kante ist auch noch was übrig, aber da wurde jetzt nicht so richtig gesaugt eben. Der Teppich selbst sieht ein Ticken sauberer aus. Jetzt probieren wir noch das teuerste Gerät, den Dyson V8. So, vom Saugergebnis her auch relativ gut. Ein positiver Punkt an der Kante ist so gut wie nichts hängen geblieben. Das hat er ein bisschen besser gemacht. Aber was ich gesehen habe, er hat auch mit diesen Kügelchen, also wir haben hier Couscous verstreut, den hat er so ein bisschen rumgewirbelt. Da ist ein bisschen was durch die Gegend geflogen. Also jetzt auch außerhalb dieses Areals liegen jetzt so ein paar Teilchen rum. Das ist definitiv negativ. Fazit ist wirklich schwierig, wenn man die Preise auch noch in Betracht zieht, würde ich sogar sagen, ist der Hoover hier der Gewinner. Er ist mit der günstigste, also deutlich günstiger als der Dyson und hat im Saugtest bis auf die Kante eigentlich für mich am besten abgeschnitten. Dennoch ist das natürlich schwierig, die Leistung nur danach zu bewerten. Es geht ja auch um Handling und so weiter, Zubehör. Das kommt dann natürlich auch immer ein bisschen auf das Paket an, welches ihr kauft. Bei Dyson gibt es da zum Beispiel ganz verschiedene Pakete. Je nachdem, welches ihr erwerbt, sind da ganz unterschiedliche Zubehörteile dabei. Ansonsten muss man sagen, beim Dyson auch noch sehr negativ. Man muss den Knopf die ganze Zeit gedrückt halten. Das muss man bei den anderen beiden Geräten nicht. Außerdem verfügen die anderen beiden, wie gesagt, über Licht. Also ich würde hier zu dem Hoover-Gerät tendieren in Anbetracht aller Kriterien. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und schaut beim nächsten Video wieder rein.